Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümpe hat gemeinsam mit Andreas Deutel, dem Vorsitzenden des WSV Lokomotive e.V., das Wassersportheim des Vereins im Seilerweg 9 wiedereröffnet. Das Gebäude hatte beim Hochwasser 2013 erhebliche Schäden erlitten. Die Landeshauptstadt hat in die Beseitigung rund 140.000 Euro investiert. Die Bauzeit betrug 17 Monate. Das Hochwasser hatte vor allem an der Geschossdecke und der Elektroanlage erhebliche Schäden verursacht. Das Gebäude wurde im Zuge der Arbeiten im Erdgeschoss entkernt, eine neue Betondecke eingezogen und die Funktionsräume inklusive aller Installationen im Untergeschoss und Erdgeschoss neu errichtet. Im Verlauf der Arbeiten hat sich zudem die Wertschätzung des Gebäudes erheblich verändert, denn das Gebäude war 1924 vom Architekten Karl Krall entworfen worden und ist damit eines der wichtigen Bauten der Magdeburger Moderne der 1920er Jahre. Aus diesem Grund war zur Wiedereröffnung auch der Sohn des Architekten Bruno Kreil anwesend. Das Wassersportheim steht nun unter Denkmalschutz. In der Bauphase wurden originale Farbgebungen im Haupttreppenhaus, im Festsaal und an den Fenstern nachgewiesen. In der aktuellen Baumaßnahme konnte jedoch aufgrund der Zweckbindung der Fördermittel nur die ursprüngliche Farbe an der Haupttreppe wiederhergestellt werden. Die untere Denkmalschutzbehörde bereitet ein denkmalpflegerisches Konzept für das Wassersportheim vor. Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf rund 860.000 Euro. Davon stammen etwa 640.000 Euro Fördermittel von der Investitionsbank. Rund 75.000 Euro konnte der Verein durch Sponsoren und Eigenmittel dazusteuern.